So, jetzt zu einer Familie aus den USA, die ihr wahrscheinlich alle kennt. Hier, die Simpsons. Keine andere Trickfilmserie läuft schon so lang wie diese. Im Moment wird ein großer Simpsons-Park in den USA gebaut. Er soll schon bald öffnen. Aber nicht nur die gelben Figuren selbst, auch ihre Zeichner sind natürlich berühmt. Zum Beispiel wie dieser Große der Welt, Phil Ortiz. Er zeichnet bis heute für die Simpsons und hat schon viele Fernsehpreise gewonnen. Kinderreporterin Lynn hat ihn für euch getroffen. Du machst viele Workshops für Kinder. Hast du nicht schon genug Arbeit? Ich denke einfach, dass jeder ein Künstler ist. Man ist selbst ein Künstler, wenn man ein Malbuch malt. Wenn man so lange für die Simpsons zeichnet, kann man da die Farbe Gelb überhaupt noch sehen? Als ich im Kindergarten war, da habe ich schon immer Menschen nur in Gelb ausgemalt. Einfach alles in Gelb. Und dann lande ich bei den Simpsons. Was für ein Zufall. Die Idee für Apu zum Beispiel kommt ja aus dem wahren Leben. Wie kam das? Ich begann zu zeichnen und die Entwürfe landeten alle im Müll. Ich war echt unzufrieden. Zum Mittag ging ich dann in den Supermarkt und da sah ich diesen Mann mit schwarzem Haar, Schnurrbart, schwarzem Hemd. Ich merkte mir alles, zeichnete ihn zurück im Studio und der Simpsons-Erfinder Matt Groening sagte gleich, ja, ja, das ist Apu. Weiß der Mann, dass er jetzt berühmt ist? Nein, bis heute hat er keine Ahnung, dass er als Simpsons-Figur verewigt ist. Zeichnest du die Simpsons auf Papier oder am Computer? Ganz altmodisch auf Papier. Ich lerne noch, wie man einen Computer bedient. Wie guckst du, wenn du ein Bild von dir im Museum sehen würdest? Wie guckst du, wenn ein langes Projekt fertig ist? Wie guckst du, wenn jemand Wasser auf dein neues Bild verschüttet? Kannst du mich vielleicht zeichnen? Ich habe noch was für dich. So würdest du im Logo-Stil aussehen. Perfekt. Danke, liebe Lynn. Wenn ihr euch die Zeichnung von Lynn noch mal genauer angucken wollt, dann klickt euch mal ins goldene Buch auf logo.de. Da findet ihr auch viele Einträge von anderen Großen der Welt. Morgen ist Jenny dann wieder hier für euch. Also bis bald, ihr Lieben.